Ja, so, Aufnahme läuft. Ahoi zusammen, liebe Retro- und Strategiefreunde. Herzlich willkommen zurück zum vierten Teil von Civilization. Ja, zu unserem Longplay mit dem Thema China erobert die Welt. Heute geht es wieder weiter. Gucken wir mal rein, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber das finden wir zusammen jetzt bestimmt relativ schnell wieder raus. So, laden wir mal das Spiel. So, wir waren 1110 Anno Domino. So, hier sind wir auch schon wieder. Ah ja, guck, wir hatten Eisenbahn und jede, ich erinnere mich, glaube ich, ja. Wie sieht es denn aus? Hier, guck mal, verschaffen uns mal kurz einen Überblick. Hier waren die Inder, da ist nur noch Kalkutta da. Ja, so war das. Hier hat man schon alles eingenommen, gut. Dann steht uns ja, hier sind unsere Fregatten, dann steht uns ja der Sturm auf England dieses Mal bevor, wollen wir diesmal machen. Und hier waren die Ägypter, ne? So, da haben wir alle gefunden, das ist gut, ne? So, und wir machen hier weiter, Rums, direkt Angriff. Kalkutta muss jetzt auch fallen, die nehmen wir jetzt ein und dann war das mit dem Gandhi. Oh, da haben wir die Pyramiden erobert, die stehen in Kalkutta. Kornkammer verkloppen war, braucht man nicht. Bam, weg damit. Und Musketier wird ausgebildet. So, ja. Okay. Das hat ja gut geklappt. So, okay. Ja, indische Zivilisation von Chinesen zerstört. Wer hätte das jemals geglaubt, ne? So, und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir uns langsam auf England konzentrieren. Ja. So, hier war unser zweiter Kontinent, da sind wir ja am Ausbauen. Da haben wir bereits die Babylonia beim letzten Mal geschafft. Das war hervorragend. So, hier den Ritter, den verschieben wir jetzt mal über unser ausgebautes Eisenbahnnetz zur Sammelstelle. Zack. Und ausladen. Ja, unsere Hauptinsel, da steht schon die Infrastruktur wie eine 1. Ne? Die Nebeninsel ist noch nicht so besonders, aber das ist nicht schlimm. Da sind wir auch kontinuierlich die Verkehrswege am Ausbauen. So. Unsere Panzerschiffe sind auch am Patrouillieren. Ja. Gut. Und hier haben wir schon gesammelt. Ja, da haben wir schon wieder eine Fregattenladung mit 4 Divisionen können wir einladen. Sind das Divisionen oder Einheiten? Ich weiß ja nicht, wie die Mannschaftsstärke da ist, ne? Die Division ist ja ein militärischer Großverband, glaube ich, bis zu 40.000 Mann. Wahrscheinlich sind das eher Einheiten als Divisionen. Aber ich weiß es auch nicht genau. Kann auch gut sein, dass das größere Einheiten sind. Ja, so ist das. So, was machen wir hier? Hier bauen wir weiter auch Bewässerungsanlagen. Das ist klar, ne? So, hier ist schon wieder ein Ritter fertig. Ja, jetzt werden hier wirklich die Einheiten richtig rausgehauen hier. Wir haben schon gute Gruppenstärken hier. So, kann man die noch mitnehmen? Ne, sind schon 4 drin. So, und jetzt brechen unsere Fregatten, brechen jetzt auf Richtung England. Und werden dann da landen. Ja, da ist schon einer, aber hier können wir auch mal einiges zusammenziehen. Den lassen wir drin. Was ist denn Hungersnot in Kanton? Schon wieder. Ah. Ja, so sieht doch gut aus. Was wollt ihr denn? Können so ja hier voll aufbauen. Und dann bauen wir hier auch nochmal eine Fregatte. Gott sei Dank haben die Gegner keine starken Flottenverbände unterwegs und unsere Fregatten werden von unseren Panzerschiffen gut gedeckt. Denen droht also keine Gefahr. So. Ja, hier ist schon alles flächendeckend mit Eisenbahn ausgebaut, wie ihr seht. Das ist super, ne? So, der fährt auch runter und hier laden Schiffen sich die ersten Einheiten von unserem indischen Feldzug auch in die Transportschiffe ein und werden sich dann Richtung England auf den Weg machen. Babylon.
Alles klar. So. Ja, also, sieht gut aus, ja. Da sind ein paar Streitwagen. Oh Gott, hier kommen wieder die Barbaren landen an. Aber das macht mir keine Angst. So. Gut. Ja, und wenn unser Eisenbahnnetz dann gut ausgebaut ist, dann wird das hier ein richtiges Material verschieben, ne? So, Angriff. Unsere Panzerschiffe geben Deckung. Ja, das ist schief gegangen. Muss das nächste Panzerschiff ran aus Minsk. Bums, das hat die Schaft. Super. So, und jetzt wird hier die Landungsoperation durchgeführt. Nein, wir wollen nicht mit euch sprechen. Ihr seid fies genug gewesen, Freunde. So, der fährt zurück. So, jetzt macht sich unser Eisenbahnsystem, wie ihr seht, macht sich hervorragend bezahlt. Wir können jetzt hier die Einheiten quasi im runden Takt zur Sammelstelle bringen und da dann eben einschiffen. So, ein bisschen breit gefächert die Einheiten ausladen, damit das keine Gefahr ist. So, aha, da kommen sie, die Barbaren. Wir werden jetzt auch noch ein paar Diplomaten bauen, damit wir die dann die eventuelle Städte manipulieren können. Also wenn da Städte mit Stadtmauern sind, da können wir die Diplomaten zur Sabotage der Stadtmauern einsetzen. Das sind auch nicht nur Diplomaten, das sind auch Saboteure, hervorragende, ne? Das ist auch bekannt. So. Zack. Die auch noch und hier geht's weiter. So, der kann auch losfahren und die Jungs, die müssen auf das nächste Schiff dann warten. So. So, immer schön auf den Eisenbahnwegen bleiben, dann klappt's auch. Zack. Hervorragend. So. Und hier geht's jetzt los. Das Panzerschiff fährt mal eine Patrouille weiter. Gucken, ob wir noch ein paar Einheiten am Rand erwischen. Oh, guck mal, da sind auch die Ägypter schon. Ja, die führen alle untereinander irgendwie Krieg, ne? Das ist so. Ja, nicht schlecht. So, den ziehen wir da drauf, den dahin. Ja, und da kommt die Kavallerie. Oh, jetzt kommt das englische Heer an. Jetzt kriegen wir so von allen Seiten hier. Unsere armen Landungstruppen kriegen jetzt richtig Feuer. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Ja, greifen wir die Kavallerie erstmal an. Die ist gefährlicher. Ja, also wir haben auch einen hohen Einheitenverschleiß, wie ihr seht, aber wir können halt dementsprechend auch genügend Einheiten wieder nachproduzieren. Das sollte nicht das Problem sein. So, hier bauen wir auch eine neue Stadt nochmal hin. Wir bevölkern hier den Kontinent weiter munter. Na, ich habe heute ein bisschen im Hals. So, hier bauen wir eine Mine auf dem Ölvorkommen. Ja, irgendwann muss ich auch nochmal Civilization 6 spielen. Ich weiß nicht, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich das mal machen soll. Würde euch das interessieren, wenn ich mal eine Runde Civ 6 durchspielen würde? Ja, wir kriegen hier richtig auf die Nase. Ja, unsere ganze Invasionsarmee ist schon wieder von dahin gefegt. Die haben natürlich auch einiges an Truppen. So, Aschur macht. Ja. Bauen wir mal einen Tempel. Ja, eine Runde Civ 6, aber ich meine, Civ 6 gibt es tausende. Auch weil. Ja, ist jetzt haben wir eine. Wir haben gerade eine Pechsträhne zum Anbeginn dieses Teils hier. Nee, ich meine, es gibt ja tausend Teile von 1000 Let's Plays von Civilization 6. Ich glaube, da muss ich nicht auch noch eins machen. Das muss nicht sein. So. Gut.
Kann ich den jetzt hier hin drücken? Aber das, ja, wenn man die Go-To macht, dann haben sie irgendwie, ist das nicht so gut. So. Okay, hier kommen die Ritters. So. Da sind vier drin und Abmarsch. Ja, das wird jetzt natürlich, wenn mal einige Truppen hier, wird das einige Truppen verzehren, die ganze Sache. Das ist nun mal leider so, das kann ich nicht ändern. Wir werden da auch gewisse Verluste einfach hinnehmen müssen, aber wie gesagt, wir können ja entsprechend nachproduzieren und haben die Kapazitäten auch dafür. Dann sollte das eigentlich alles in allem auch kein großes Problem sein. So. Eisenbahn sei gedankt. Ja, nee, ich glaube, Civ 6 mache ich nicht. Da gibt es tausende andere, die spielen da, die können das auch alle besser und haben da tiefere Hintergrundkenntnisse. So, Industrialisierung, das bedeutet, wir können Fabriken bauen. Das ist hervorragend. So, und jetzt machen wir mal. Ja. Großunternehmen machen wir mal. Tempel wird gebaut und Ordnung ist wiederhergestellt. Ich hatte gerade überlegt, ob wir Kommunismus machen sollen, aber den erfinden wir ein bisschen später. Noch sind wir mit unserer. Ja, Moment, die ist da. Ich muss mal kurz was gucken. Nee, da bauen wir lieber einen Diplomat. Noch sind wir ganz gut aufgestellt mit der Monarchie. Das klappt also noch ganz gut. Aber der Kommunismus, irgendwann müssen wir auf Kommunismus umschwenken. Das ist klar. Der bietet nur einige Vorteile. Da sind teilweise ist die Ausbeute der bewässerten Felder und verbesserten Landschaftsarten ist da noch gegeben und so weiter. Also da gibt es so nur einige, ein, zwei, drei Sachen, die dann besser sind als was der die Monarchie uns bietet. Jetzt fragt mich nicht genau, ich könnte das jetzt in der Zivilo, ja, da ist das Wort wieder, Zivilopedia nachgucken, ne? Da ist auch ein Wort, das ist für mich, das geht mir überhaupt nicht ein. Nee, aber das könnte ich mal nachgucken, aber ach, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir machen irgendwann Kommunismus, alles gut. Ich will hier nicht den Spielfluss unterbrechen. Wir spielen das Spiel ja auch nur so ins Blaue rein. Das ist jetzt ja hier keine wissenschaftliche Abhandlung darüber, was am besten ist bei Civilization. Da gibt es bestimmt tausend Leute, die wissen das auch besser als ich, da bin ich ehrlich. Das ist ja so ein Casual Let's Play, ne? Das ist also Longplay Let's Play, ne? Och Gott. Ja, also. So, der erste Landungsversuch auf englischem Boden ist kläglich gescheitert, wie ihr seht, ne? Ja. Das ist ja wirklich ein Ding. Also die Engländer werden es uns schon schwerer machen. Der Gandhi, der war relativ leicht zu besiegen, aber England scheint wohl eine harte Nuss zu sein, ne? So. Was soll ich euch dazu sagen, ne? So, hier kommen wieder Verstärkungen, kommen auch wieder an. So. Oh Gott, das sind zu viele Einheiten von denen. Na, mit der Kanone, vielleicht können wir da einen kaputt bolzen. Jo, das hat geklappt. Hier kommen jetzt einige Kanonen von uns wieder an. Ja, das wird noch verlustreich. So, hier, die Fregatte muss auch mal mitmachen. Das wird noch, werden noch verlustreiche Kämpfe werden, das hier werden. Das ist klar. So, Kalkutta. Ja, oben die Infrastruktur bei Gandhi überhaupt katastrophal sträflich vernachlässigt von Gandhi. Da müssen wir jetzt auch noch was ausbauen. Ich schicke mal hier ein paar Siedler rüber zur Unterstützung auf unseren neuen Kontinent. Die können da auch mal mithelfen. Ein bisschen. Boah, das ist da auch immer. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben so starke Einheiten, sind eigentlich technologisch voll überlegen. Den Quatschkörpern da. Und was ist? Die hauen uns doch kaputt. Ja, nee, ich will mit den Fregatten nicht da in den Angriff eingreifen. Oh Mist, da verkehrt rum hier fahren. Die Fregatten, die sind wichtig, die brauchen wir dringend als
Ja, die brauchen wir dringend als Transportschiffe. Ah, zu weit gefahren. Muss man mal ein bisschen aufpassen. Könnt ihr mal angreifen? Soll ich mal? Was haben wir hier? Ich probiere es mal. Zack, komm. Gut. Machen wir mal eine Botschaft. So, Shanghai, Musketier. Die gehen mal hier rüber. Ja, jetzt gleich kommt bestimmt wieder sein beschissener Streitwagen da angeheizt und brät uns nochmal einen drüber. So. Nee, wir haben Glück. Der Streitwagen ist nicht in Reichweite gekommen. So, Kiew-Bürgerkrieg wieder. Was ist denn da? Ich glaube, beim Kommunismus, da sinkt auch die Kriegsverdrossenheit. Die Leute sind dann nicht so kriegsverdrossen, wenn man dann tatsächlich mal irgendwie einen Krieg macht. Oder, ist ja auch egal. Wenn man, ich weiß, wenn man Republik nimmt, dann kann man das nicht mehr selbst bestimmen. Dann quasi der Computer stimmt dann mit ab. Und wenn er dann sagt, ja, die Mehrheit des Parlaments will aber dann Frieden schließen, dann muss man sich da der Parlamentsentscheidung halt beugen. Ne? Das ist dann irgendwie ätzend. Die können einem dann irgendwie in die Entscheidung mit reinfummeln. Und das ist natürlich auch nicht so toll. So. So. Ja, das ist jetzt hier ein munteres Truppenverschiebe. Ihr bemerkt das schon, ne? Ist jetzt nicht so spannend. Aber naja, okay, das gehört auch zu dem Spiel dazu, ne? Ich weiß noch früher als Jungens, als wir das gespielt haben, da haben wir uns immer sogar die einzelnen Karten so auf Kästchenblocks aufgemalt, die Karten, und haben dann da Pläne geschmiedet, wo welche Städte zu gründen sind und sowas alles. Das war immer richtig lustig, war das. Da hat man sich noch, so, du kriegst sie jetzt ja, paf. Da hat man sich damit noch mehr beschäftigt. Oh Mann, ey, wir kommen nicht an die Stadt daran. So, okay, nee, die sind ja. Ja, sorry, Jungs, aber. Ja, es ist natürlich jetzt auch wieder alles Kokolores hier. Die Siedler würden eigentlich dringend gebraucht hier, aber. Ja. Wir bauen mal einen Tempel, komm. Unsere Schatzkammer, die ist ja noch gut gefüllt, ne? So, ja, da haben wir uns immer. Ach, Mist, das war. Oh. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier den Engländern natürlich da in einem Abnutzungskrieg erstmal. Ja, unterjochen, ne? So. Zack. Jetzt laden wir hier wieder aus. Den tun wir jetzt mal darüber nach links, in der Hoffnung, dass er den dann nicht angreift. So. Zack. Und den Diplomaten nehmen wir auch mit. Ah, hier warten noch die Jungs. Da muss ich gleich unbedingt mal dran denken, da mal ein Schiff vorbeizuschicken bei denen. Da wartet auch noch eine ganze Schiffsladung. Ne? So. Zack. Ach, du blödes Ding. Den Falschen angewählt. Nee. Ja, heute ist es aber irgendwie ein bisschen. Ja, man muss erstmal wieder reinkommen. Ist ja auch wieder eine Woche her, seitdem wir das gezockt haben. So, hier, Xingtao. Ne, die will gar nicht. Na, gründen wir erstmal hier die Stadt Mekka. Zack. Ja, und hier haben wir wieder ein Musketier, was wir schicken können. Wieder frisches Fleisch. Oh Mann. Der hat aber auch Truppen noch, der hat richtig viel Truppen, der Engländer, ne, wenn man das mal so feststellt. So, Ordnung wieder hergestellt und jetzt müssen sie hier den Siedler bauen. Wir müssen gucken, dass wir dringend hier die Infrastruktur bei. Große Kirche, gut. Wir müssen dringend gucken, dass wir die Infrastruktur bei Gandhi auf dem Kontinent auch in Schwung bringen. Wo war das denn jetzt hier? Jetzt können wir hier auch wieder verteilen. Und, ja, bauen wir nochmal Musketiere, ne? So,
Da war die Kanone drunter. Gott sei Dank eine Veteranenkanone. Ja, jetzt wir müssen jetzt angreifen. Ne? Führt keinen Weg dran vorbei. Irgendwie muss das jetzt klappen. Zack, klappt. Guck. Dover eingenommen. Wer hätte das gedacht? Ändern Musketier. Dover ist gefallen. So. Ja, der. Was soll der machen? Der wartet ab. So, jetzt haben wir hier den ersten Fuß in der Türe in England. Also wird das auch klappen, glaube ich. So. Ja, da schicken wir jetzt eine Fregatte rüber zu denen. Und der hier muss wieder in Position gehen. So. Oh, da ist das erste Transportschiff fertig. Die können, glaube ich, 8 Einheiten auf einmal transportieren. Die Transportschiffe, die sind hervorragend, sind die. Wir müssen natürlich jetzt auch noch Einheiten dafür produzieren. Irgendwie müssen wir die ja auch füllen, ne? So, nö. Ah ja, okay, wie geht es weiter? Ja, jetzt erstmal bauen wir mal hier ein paar Bäume an. Ordnung in Dover wiederhergestellt, gut. So, und jetzt kommen hier die Reinforcements rein, langsam. Oh, da haben wir auch noch eine große Stadt gefunden, 10. Ja, so die ersten, ich glaube, die Armee, die britische Armee, die haben wir jetzt so ein bisschen, hat sich jetzt auch schon ein bisschen abgenutzt, hat uns zwar schwere Verluste zugefügt, aber konnte uns auch nicht aufhalten im Endeffekt. Soweit hat das schon echt gut geklappt. Oh, was war das denn? Da kommen jetzt auch wieder die Ägypter. Die sind auch überall unterwegs, die Kameraden da, ne? Oh, Kanone bauen. Oh, und was machen wir? Ey, wir können. Mal ein Tempel, komm. Ja. 160 Gold ist uns das wert. Was kann man denn hier bauen? Müssen wir Kolosseum setzen. Und zwei. Ja, dann haben die wieder Hungersnot. Das ist auch Kacke. Verlieren wir die Siedlereinheit. So rum, ja, so rum geht's gerade auf. Genau auf geht es so. Okay, können weiterbauen. Ey, wir haben hier wieder Bürgerkrieg. Das ist der pure Wahnsinn, ist das. Ja, toll. Jetzt haben sie Hungersnot, da verlieren sie wieder einen Siedler. Ach, das ist auch alles nervig. Was haben wir denn hier? Machen wir mal ein Kolosseum. Aber trotzdem müssen wir hier irgendwie. So. Ja, ob das aufgeht, ob der Siedler jetzt verloren geht, ja, dann ist das nun mal so. Das, ja. Ja, da können wir nichts machen. So, hier müssen wir leider umstellen auf Musketier. Oder Kanone bauen wir mal. Weil je nachdem. Was da jetzt ist, ich meine, die Kavallerie, das sind normale Kavallerien sind normalerweise nicht so besonders, aber wer weiß, vielleicht hat er ja Glück, ne? Das Glück ist mit den Dummen. Deswegen habe ich auch so viel Glück im Leben, ne? Ne, Quatsch. Kleiner Spaß, ne? So. Ja, was machen wir? Hauen mal die. Ja, wir hauen erstmal die weg. So. Warte. So, hier kommen die Reinforcements. Und ab zurück. Ja, und die müssen warten, die Jungs. Das geht nicht anders. Gut, ja, aber so alles in allem läuft es ja. Wir haben jetzt unsere Landung in England ist soweit, ja, unter schweren Verlusten doch erstmal geglückt. Hat geklappt. Ja, er muss hier rüberfahren. Und die englische Gegenwehr ist auch schon schwächer geworden. Die hatten natürlich auch einiges an Landeinheiten auf der Kiste, was sie uns dann entgegenwerfen konnten. Aber das scheint an sich, glaube ich, ist das dann erstmal soweit jetzt. Huh. Gegessen. Babylon baut Tempel.
Und eine Kanone. So, wir haben den Bürgerkrieg erstmal so weit in den Griff gekriegt. Hier kommen unsere Diplomaten. Zack. So, und Dover ist fest in unserer Hand. Und jetzt kommt Coventry dran. So, ja, es sind Gott sei Dank nicht mehr so viele englische Einheiten hier unterwegs wie am Anfang. So. Gut. Warte mal ab. Kanton Sturmflut. Häuser, Bürgerfeuer. Ach, Stadtmauer bauen wir nicht. Ach, toll. Ich hatte es gewusst. So, J ist Bachkirche. Bibliothek, Aquädukt. Will ich noch nicht bauen. Wir bauen mal. Ah. Ja, lass uns mal. Die sind auch so relativ produktionsstark. Wir können später auch noch mal eine. Naja, toll, das Ende. Wenn ich jetzt die kaufe, ist die erst nächste Runde einsatzbereit. Ja, und jetzt kommt wir haben nur einen Siedler drin. Ja, komm, jetzt hat er die Stadt eingenommen. Ach, das ist auch sowas, ist auch immer nervig irgendwie, ne? Like, wer es kennt. So. Naja, aber hier, das hier tut voran. Ja, Civ 1, ne? Das ist wirklich, was wir das Spiel gezockt haben bis zum bitteren Ende. Also, ja. Grüße gehen raus an meinen Freund Stefan. Wenn du das hier siehst, fühle dich gegrüßt, Kumpel. Und denk mal dran, was wir uns die Nächte mit dem Spiel hier um die Ohren geschlagen haben. War schon nicht mehr feierlich. Ja, da will ich jetzt auch nicht. Ja, naja, okay. So. Revolution entfachen. Wir könnten mal versuchen, aber oder Technologie studieren. Nee, keine Technologie gefunden. Revolution entfachen ist immer teuer. So. So, komm, schnell flaschiert das gut. Angriff. Boah, da haben wir Schwein gehabt. Da haben wir aber richtig Schwein gehabt. Ja, Shanghai braucht Aquädukte. Ich will aber im Moment noch keine Aquädukte bauen, sonst wachsen die Städte wieder. Und ja, die wachsen dann eben und dann haben wir das. Haben wir ein Problem, weil dann gibt es wieder Bürgerkrieg. So, Großunternehmen haben wir. Desto größer die Städte werden, desto größer wird auch die Anzahl durch Überbevölkerung der unzufriedenen Menschen, die da drin wohnen. So. Ja, jetzt machen wir mal Kommunismus. Ne? Ganz klar. Dann können wir nämlich gleich nochmal Revolution machen und dann schwenken wir um auf die kommunistische Staatsform. Ja, so kann man das machen. So, okay, hier können wir wieder sichern. Das ist, oh, hat ja geklappt. Wunderbar. So, hier geht's weiter, Jodi. Ah, im Moment, jetzt geht es ja ganz gut. So, was willst du denn? Komm, die nehmen wir uns mal. Die wird mal bestochen, die Einheit. Und zack, Coventry ist unser. Ja, so ist es, ne? So, direkt wieder auf Musketiere umschwenken. Ja, die sind unzufrieden, tut mir leid, aber das ist jetzt nun mal so, ne? Kann ich euch auch nicht helfen. So. Hier werden, bauen wir mal weiter die Infrastruktur aus. Ja, da oben den Kontinent von Gandhi, den werden wir bis zum Spielende wahrscheinlich nicht mehr voll modernisiert bekommen, das ist klar. Dafür war der zurückständig, ne? So, aha. Dann machen wir jetzt mal die andere Seite mit Böhme. Mit Bäumsche. Da hängen ja keine Äpfel dran, das ist schlimm, aber egal. So. Bombay baut Siedler, wunderbar. Oh, die haben schon zwei Siedler. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Die müssen wir jetzt mal. Ordnung Coventry wiederhergestellt, auch gut. Ja, viel englische Gegenwehr ist jetzt nicht mehr da. Die sitzen nur noch in den Städten, die Engländer. Und da machen sie uns keine Sorgen. So, hier marschiert mal. Ja, da unten, der nervt jetzt aber. Vielleicht können wir den mal abschießen. Ja, kriegen kommen wir jetzt nicht dran. Hier greifen wir an, ganz klar. Nee.
Das wird nix. So. Oh je, ja, okay. Da unser armer Diplomat ist jetzt wieder dran. So. Aha, hier sind die. Ja, mittlerweile sind unsere Städte alle auf 10. Wie gesagt, ich will jetzt nicht da überall Aquädukte raushauen, sonst haben wir nachher überall wieder Bürgerkrieg. Und dann muss ich da überall wieder für teuer Geld irgendwelche Kathedralen und Kolosseen bauen. Lass die mal auf 10, dann ist es gut. Das ist schon eine gute Größe für eine Stadt. Wir wollen hier nicht die Überbevölkerung, wollen wir nicht, ja, wir wollen mal nicht übertreiben. So. So. Gut. So, ja. Ja, das Eisenbahnsystem, das hat sich auf jeden Fall schon ausgezahlt hier. Das ist wirklich Gold wert, ne? Muss ich immer wieder feststellen. So, hier wird jetzt eingeladen. Die gehen jetzt in den Einsatz nach England. Ihr habt euch genug gesonnt und ausgeruht, Freunde. Jetzt kommt die Action, ne? Gefeiert wird später, jetzt wird gekämpft. Altes Dawn of War, Warhammer 40k Zitat, ne? Wer das Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Nee, ich habe keine Lust, euch zu empfangen, ja. Oh, die Ägypter, die sind ja auch wirklich nervig, ne? Die müssen hier überall mitmischen. Anstatt dass sie einfach auf ihrem Kontinent warten und also bleiben und warten, bis ich rüberkomme. Ich komme ja zu euch noch rüber. Keine Sorge, sind sie mich hier am Piesacken. Nach Kräften. So, ausladen. Jetzt gleich ist unser Transporter auch fertig geladen. Dann kommt noch mal eine geballte Streitmacht. 8 Stück, ja, dann können wir jetzt übersetzen. Dann fahren wir mal. Könnten wir nach hier fahren und dann London von der Seeseite aus angreifen. Ich hoffe mal, dass da keine. So, machen wir Go to, dass da keine Schiffe sind, die uns abfangen, hoffentlich. Zack. Nee, das ist zu gefährlich. Abwarten. Hoffentlich werden wir da nicht abgefangen von irgendwelchen Fregatten oder sonstigen Schiffen. Das wäre schlecht, aber wir wagen es mal. Wir fahren mal außen rum und gucken mal, ob wir klarkommen. So, M. Ashur baut Diplomat, das kann da weitermachen. So. Ne, noch nicht. So, ach ja, das ist ja wirklich aufregend wieder heute hier. Ne? Das ist ja wirklich wieder, also nervenzerreißende Spannung hier. Ne? Zack. Oh, schade. Wäre zu schön gewesen. Der Ritter, der hätte. Oh. Ja, schade, jetzt haben wir da das Öl kaputt gemacht, hätte ich besser mal die Finger von ihr lassen. Ich habe da M gedrückt und M bedeutet also nicht Mining, sondern der hat dann aufgeforstet, hat er. Naja, ist egal. Ist nicht schlimm. Das ist jetzt auch nicht mehr entscheidend, ne? Ihr merkt das ja auch, ne? So ein bisschen haben wir das Spiel hier schon voll in der Tasche. Ach. Ist nur noch eine Frage der Zeit, ne? Ist nur eine Frage von Stunden, bis wie lange es dauert, bis wir uns hier voll durchgesetzt haben gegen alle anderen. Oh Mann, Shantun, was ist denn da los? Siedler verloren. Wo ist denn Shantun? Ah, da ist es. So, ja, ist egal. So. Ja, jetzt haben die Engländer haben schon 2 Städte verloren. Ich glaube, die haben auch ja nicht mehr so die Möglichkeiten, jetzt da irgendwo nachzuproduzieren. Ich glaube, die haben auch nur noch 3 Städte über, ne? Das ist also. Ich glaube, die hatten auch nur 5 Städte oder so gehabt, ne? Vielleicht ist da unten im Schwarzen. Oh, die Ägypter stehlen auch noch was. So, Delhi baut Aussiedler. Ja, das ist super. Die müssen hier wirklich jetzt erstmal Siedler und alles Mögliche bauen, damit wir eben die Infrastruktur da oben entsprechend ausbauen können. Ne? So.
Jungens, ihr macht Eier, immer nur Eier. So, zack, was machen wir denn hier? Ein Männekissen noch draus und dann. Nee, Korn kann man nicht stempeln, bitte. So. So, hier bauen wir auch mal R. Ja, es sieht also gut aus, ne? Ja, hier, die Römer müssen wir uns irgendwann nochmal schnappen. Und dann hier gucken wir mal nach den Ägyptern auch noch. Das ist ja das Beste. So, und hier, ja, wir haben hier viele Diplomaten drin. So, hier I und R. So. Ja, so, hier können wir auch weiter vorfahren. Da fahren wir jetzt direkt runter bis Nottingham, ne? Und landen dann bei unserer Kanone an. So. Ja, ich weiß, die brauchen alle ein Aquädukt, ne? Aber wie gesagt, ich will die jetzt nicht unkontrolliert wachsen lassen. Das ist so eine. Haben wir früher auch nie gemacht. So. Machen wir mal hier, lösen wir mal auch auf. Zack, hier haben wir noch eine Kanone drin, die nehmen wir mit. Und dann marschieren wir mal langsam auf London zu, auf der Hauptstadt. Ja, wir fahren außen rum. Oh, was sehe ich denn da? Ja, gute Nacht, Marie. York wurde direkt eingenommen. So, und die bleiben aber auf dem Schiff drauf, bitte. So, Kanone geht mit. Ja, hier wird die Infrastruktur weiter ausgebaut. Das sieht gut aus. Babylon baut Kanone. Ja, wenn hier einer ist, der den Unterschied zwischen Monarchie und Kommunismus in diesem Spiel hier wohl kennt und erklären kann, der kann ja mal gerne einen Kommentar lassen. Das würde mich freuen. Nö, wird nicht verhandelt. Leningrad baut Diplomat, auch gut. Die können weiter Diplomaten bauen. Minsk baut Tempel. Also soweit, so gut, ne? Sehe ich hier keine Probleme. Bauen wir mal Musketiere hier. Ashur baut auch weiter. So, und hier landen wir jetzt an. Und dann werden wir hoffentlich Coventry im Handstreich hier einnehmen. Nächste Runde. Bam. Bam, bam. Ne, wie war das? So, okay. Ritter fertig, hervorragend. Also, wir haben einen konstanten Fluss an neuen Einheiten, die wir in den Fleischwolf schicken können. Ne? Ja, ist zwar hart, aber so war das nun mal immer gewesen. So. So war das gewesen, so ist das nun mal, da kann ich auch nichts dran ändern. Aber es ist ja nur ein Spiel. Hoffentlich gibt es im wahren Leben ja keinen Krieg mehr, ne? Obwohl ich habe ja das Gefühl, so die richtigen Kriege, die kriegen wir gar nicht mehr mit. Die werden auch nicht mehr mit Panzern und Bombern, sondern die werden auf wirtschaftlichem Gebiet ausgefochten mittlerweile. Naja, aber das sind Spekulationen. Ja. Hier geht es ja nur um das Retro-Erlebnis, ne? Da geht es ja nicht um. Nee. Um tiefpolitische Themen, da will ich hier ja nicht drüber diskutieren. Das ist auch der falsche Channel dafür. Boah, der hat uns angegriffen, Gott sei Dank. Ich stell mir vor, der hätte den Transporter kaputt gemacht. Oh wei, oh wei, dann wäre ich ins Leid gefallen. So. Diplomat. Oder sagen wir mal. Die Landestelle da ist natürlich vor der Stadt relativ ungünstig, stelle ich gerade fest. Da sollte man doch noch ein bisschen weiter wegfahren. Landen wir mal hier oben an. Und so, nehmen wir nochmal das Schiff. Dann fahren wir noch eine hier in die Bucht rein und dann landen, werden wir hier mal die Leute absetzen. Ja. Zack. Wo stellen wir den hin? Nehmen wir mal. Warten wir mal bis nächste Runde ab. Und dann fahren wir noch hier unten rum. Hier könnten wir noch einen absetzen, genau. Gut. Also, das hat geklappt. Ja, ich weiß, das ist alles ein bisschen unkoordiniert, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja einen konstanten Nachschub
der gewährleistet ist. Da können wir uns auch die einen oder anderen Verlust, den können wir uns locker, können wir locker verkraften. So, er fährt zurück. Ja, super. Und die geht auch drauf. Nee, doch, Gott sei Dank nicht. Ja, wir haben hier schon richtig. Oh, jetzt kommen die Ägypter wieder hier. Also, die sind die Nerven, die Burschen. Die nerven ganz schön. Zack, komm, der kriegt direkt einen drauf, auch mit der Musketiereinheit, das ist nicht schlimm. So. Hier können wir eigentlich schon mal in Wartestellung bleiben, weil wenn wir gleich den Engländer abgefrühstückt haben, dann setzen wir von hier aus direkt über nach Ägypten. So, London ist hier fallen. Da war der Kolossus drin. Schön. Verkaufen die Kornkammer. Ja, jetzt muss es hier zwar leider ein paar. Müssen wir ein paar glückliche Leute machen, ne? Hier hat er wieder einen nachgebaut. Bums, aber ich krieg die Stadt nicht eingenommen, ne? So, hier, das ist jetzt nicht mehr schlimm. Hier können wir eigentlich direkt schon wieder einladen. So, und hier könnten wir uns jetzt eigentlich auch langsam auf den Weg machen. Die Jungs hier alle mal rein. Die können wir hier auf das Segelschiff und die Fregatte verteilen. Segelschiffe können 3 aufnehmen, Fregatten können 4 aufnehmen, dann passt das nämlich genau. Ne? Ja. Bewässerungsanlagen in der Wüste gebaut. So, jetzt fahren wir hier. Jo. Können wir noch einen, können wir noch mitnehmen. Wer will mit? Du. Gut. Und jetzt fahren wir direkt Richtung Ägypten. Nächste Runde hat er bestimmt wieder einen nachproduziert, wette ich mit euch. Ja, seht ihr? Nein. Der ist so ätzend, ey. So, okay. Die haben schon einen Tempel, ne? So, Ritter. Ah, ja, da ist dann wieder Hungersnot, dann verlieren sie wieder den Siedler. Ne, so geht es ungefähr. So, Kommunismus. Jetzt wird es kritisch, Freunde. Vereinte Nationen. Kommunismus beendet den Effekt der Pyramiden. Stahl. Sollen wir noch eine Runde warten oder sollen wir schon umschwenken? Wir warten noch ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Monarchie hat sich bewährt. Never change a running system oder wie war das, ne? So. So, hier wird eingeladen. Oh, da ist noch eine Zehnerstadt. Siehst du, da hat sich tatsächlich noch eine versteckt. Okay. Ja. Da müssen wir die jetzt erstmal einnehmen. Ja, der hat auch schon ein paar große Städte gehabt, ne, muss man sagen. Aber so haben wir ihn jetzt ja voll im Griff. Zwei Städte hat er noch, hat er überhaupt gar keine Chance, sich da unserer Angriffe noch weiter zu erwehren. Da hat er gar nicht die Mittel zu, ne? Also, ja, hier, das ist also Masse statt Klasse, ne? Oder wie war das nochmal? Das war halt in dem Spiel so, man musste halt jede Menge Einheiten bauen, um den Computer dann einfach zu, wie soll man sagen, zu überwältigen mit überwältigender Masse, ne? Da kam es eigentlich auch gar nicht so drauf an, ob es jetzt wirklich Veteraneneinheiten waren oder nicht. Hauptsache man hat einen Haufen von Truppen gehabt und dann immer reinschicken, ne? Ist klar. Ja, gab dem Spiel natürlich dann auch nicht so eine taktische Tiefe, ne? Bei Civilization 6 zum Beispiel, bei den neueren Teilen, da wird auch mehr auf Beförderungen der Einheiten gesetzt. Da kann man auch Armeen bilden und so was alles. Das ist halt hier alles nicht so vorhanden. Das ist halt eher simplifizierte Strategie hier, ne? Ah, super, jetzt kommen da die Barbaren. Hoffentlich hält der Stand, sonst haben wir gleich eine Barbarenstadt. So. Ach, Gott sei Dank, Nottingham können wir einnehmen. Dann bleibt nur noch Birmingham. Nottingham, Birmingham. Heißt das nicht Ham, heißt doch Speck. So, nee, wir wollen nicht reden. Hier wird jetzt nicht mehr geredet, jetzt wird hier gekämpft, Freunde. So, hier laden wir wieder ein. Und dann werden wir gleich die Kanone ranführen und dann Birmingham hoffentlich auch relativ zügig in den Griff kriegen, ne? Naja.
Gut. Also, der Angriff auf England hat geklappt. So. Naja, so. Im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert, ne? Dann denke ich mal, dann kommt noch ein Teil, Angriff auf Ägypten, und dann ist dann sind wir fertig. Dann haben wir die Pakt, sozusagen. So, okay. Ja, die können eigentlich schon abfahren. Oder sollen wir da? Wir müssen mal gucken, wo landen wir denn hier? Uryx, sollen wir Uryx einnehmen? Byblos, Theben? Naja, ich weiß es nicht richtig. Oder wir fahren los und dann unterscheiden uns unterwegs, oder wie war das? Ja, komm, dann fahren wir. Die können wir auch schon direkt hier rüber schicken. Ja, wir fahren mal los. Wir fahren mal hier Richtung Byblos. Die Jungs fahren da jetzt auch schon rüber. Die sind voll geladen. Hier kommt noch mal eine Fregatte an. Die wird auch aufgeladen. So, Freunde. Wir sind auch so ungefähr. Ne, eine ganze Stunde sind wir nicht dran. Aber ich werde jetzt diesen Screen hier nutzen, um einen Cut zu setzen. Diesmal etwas unter einer Stunde, ne? Aber es bleibt spannend, ne? Wir hören jetzt hier auf. Das reicht für heute, ne? Weiter geht's nächste Woche im nächsten Teil. Bedanke euch recht herzlich, dass ihr zugesehen habt. Ne, hoffe, ich konnte euch etwas amüsieren mit meinem kleinen Video hier. Ja, dann macht's gut. Ne? Ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Und vielleicht bis bald.